Schön, dass du da bist und auch heute mit einem Video für dich. Für dich und deine Zwillingsflamme. Und wir schauen jetzt in die Karten, welche Impulse wir bekommen für euch beide. Denn wir hatten auch eine kraftvolle Neumond und das war Neumond im Zwilling. Und das ist dann auch so diese Energie der Zwillingsflammen, denn ihr seid auf der ätherischen Ebene miteinander verbunden. Lass uns in diese Energie eintauchen. Schließe deine Augen und sende mir deine Gedanken zu. Und ich ziehe für dich vier Karten, denn ich möchte dir die Impulse übermitteln, was jetzt so gerade bei deiner Zwillingsflamme und dir gerade los ist. Wenn dir diese Form von Videos gefällt, also dieses neue Format, freue ich mich sehr auch über deine Kommentare und schreib auch wirklich, wie lange du jetzt schon in diesem Zwillingsflammenprozess bist oder schreibst du mir bitte, wie du deine Zwillingsflamme begegnet bist, wie ist der erste Kontakt auch zwischen euch entstanden? An welchem Ort warst du? Hast du ihn schon vorher gespürt? Wie war deine Geschichte in ein paar Stichworten? Ich freue mich sehr, also uns darüber auszutauschen. Denn oft kann man ja auch mit keinem darüber sprechen, denn die denken, was erzählt sie denn da? Vielleicht geht es dir genauso, dass du dich gar nicht verstanden fühlst. Wenn du dich nicht verstanden fühlst und auch nicht manche Dinge nicht erklären kannst, dann bist du hier genau richtig. Ich helfe dir dabei. Also es geht hier heute wirklich darum, dass diese Verbindung, wie du siehst, also über die ätherische Ebene stattfindet. Du siehst hier diese wundervolle Fäden, siehst du hier, diese Frau zieht hier Regenbogenfäden über die ätherische Ebene und das ist so ein bisschen unglaublich, so würde ich fast schon sagen, ja. Also so übernatürlich, so sieht das denn auch aus. Und sie hat die Fäden in der Hand, also du hast auch natürlich für dein Leben die Fäden in deiner Hand. Und das sagt dir deine Zwillingsflamme, dass du weben kannst, wenn du jetzt hier die weibliche Anteil in diesem Prozess bist, dass du wirklich hier weben kannst und eure Geschichte weiterschreiben kannst. Und das nehme ich jetzt hier ganz besonders auch wahr. Und ja, sie ist auch sehr entschlossen, sehr lichtvoll, sehr liebevoll. So, ich sehe jetzt hier schon, dass es schon seit einiger Zeit, also zwischen euch jetzt, diese Verbindung da ist und es gibt auch einige Zeit, auch schon einige Veränderungen und auch ein Reifeprozess hat hier zwischen euch stattgefunden und das finde ich großartig, dass die Karten das auch zeigen und er befindet sich auch hier in diesem Reifeprozess-Moment. Und momentan, und er braucht auch noch ein bisschen Zeit, noch mehr Zeit, damit natürlich, damit das auch mit euch weitergehen kann und ja, sich auch entwickeln kann. Und das finde ich auch wirklich großartig, denn also der Weg ist das Ziel, nicht nur das Ziel, sondern ihr sollt auch wirklich euer Weg erkennen, wenn ihr Raupe halten, Schmetterling werdet, wie ihr euch verwirklicht, wie ihr wachst und wie sich das Ganze verändert in eurem Sein. Es geht auch ein Stück weit darum, Risiken einzugehen und das sagt dir deine Zwillingsflamme auch, sei bereit, auch wirklich Risiko einzugehen, höre auch wirklich auf deine Intuition, auf deine innere Stimme, das zeigt sich hier, es zeigt sich auch hier nochmal, die Karten nehme ich ganz besonders wahr und das ist halt die Würfel, dass alles so zwei Seiten hat, also du kannst immer etwas gewinnen, also die Würfel ist nie leer. Und ja, wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es halt auch für dich zurück. Und also es geht auch hier ein Stück weit um die göttliche Fügung, aber auch um die Karten. Vielleicht sollst du auch die Karten befragen. Vielleicht sollst du auch wirklich ein Risiko eingehen, auch für dich selber schauen,
oder schauen lassen, gerne kannst du auch wirklich einen Termin mit mir vereinbaren und schau mal dieses Gewinn, was ist dein Mehrwert daraus, wenn du wirklich diese Investition für dich machst, was ist dein Mehrwert, wenn du dich entwickelst, also er macht sich auch Gedanken über seine Entwicklung, er macht sich auch Gedanken vielleicht über seinen Gewinn, vielleicht legt er sich auch selber die Karten und so weiter und so fort. So nehme ich das Ganze jetzt hier wirklich wahr. Ne? Also es ist alles in Wandlung. Und er sieht dich sehr entschlossen, dass du auch wirklich die Welt Stück weit verändern möchtest, die Welt Stück weit zum besseren Ort machen möchtest. Und das ist wirklich hier wundervoll. So nimmt der dich wahr. Und ist das nicht wunderbar? Ich finde das total schön. Und schreib mir auch wirklich, wie ihr euch kennengelernt habt. Vielleicht war das auch so ein magischer Ort, so ein magischer Moment. Oder du hast ihn schon bereits visuell in deinen Träumen wahrgenommen, seine Energie gespürt und so weiter und so fort. Ich ziehe jetzt noch, also Karten nicht mehr, aber ich schlage jetzt das Buch für dich aus und lese dir ein Gedicht vor aus dem Buch von Christian Fricke, Was es ist. Als wir uns im Antlitz sahen und ich versank in Innigkeit, dein Duft versprach viel Zärtlichkeit. Da ward aus mir ein stolzer Schwan. Ganz elegant im weißen Kleid wurde ich mit dir zu einem Leib. Du bist für mich das schönste Weib, machst mir mein Herz unendlich weit. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Ich freue mich auf dich, auch wenn du das nächste Mal dabei bist. Ich sage Dankeschön und bis ganz bald.